Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 32. Bundesliga-Spieltag, 3:1 in Mainz verloren. Ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel einordnen soll, sage ich euch ganz ernst, ganz ehrlich. Eigentlich würde man es abtun mit so, ja, wir sind deutscher Meister, ja, wir sind nicht mehr motiviert, wir haben eine Woche durchgesoffen. Dem ist aber nicht wirklich der Fall, also zumindest mit einer Woche durchgefeiert nicht. Auf der anderen Seite haben wir 5, 6 solcher Spiele diese Saison gesehen. Und ja, da ist bei mir schon die Frage im Kopf, was ist los? Also ich denke, man kann ganz klar festhalten, dass diese Mannschaft, so wie sie ist, mit dem Trainer definitiv ein Motivationsproblem hat. Das können wir einfach so hinstellen. Das ist eine These von mir, die ich so aufstelle. Ich denke, die kann man auch anhand der Ergebnisse, wo das so war, ganz gut belegen. Und ja, da nehme ich den Trainer komplett mit in die Pflicht, wa? Dafür ist der Trainer da, dass die Spieler auch motiviert auf dem Feld sind. Ich habe heute... Ja, Levi war ein bisschen motiviert. Sonst habe ich gefühlt nicht einen Spieler gesehen, der motiviert war. Also das war... Ich meine, wir haben 3:1 verloren. Wir hätten 10:1 verlieren müssen. Gut, übertreiben wir nicht. Sagen wir 7:1 hätten wir verlieren müssen. Punkt. Also so viele hochkarätige Dinger, wie Mainz noch hatte, hätten die uns schon nach der ersten halben Stunde abschießen können. Und ja, das fühle ich nicht wirklich. Das ist eines Meisters unwürdig. Das ist erst recht eines FC Bayern unwürdig. Man kann, wenn man Meister ist, man fährt nach Mainz, es ist ein Spiel um die goldene Ananas, kann man 3:1 verlieren, gar keine Frage. Man kann meinetwegen auch mal 4:1 verlieren. Aber die Art und Weise ist doch entscheidend. Und die Art und Weise heute war wieder... Ja, war wieder ein Tritt in die Fresse. Ganz ehrlich, war einfach ein Tritt in die Fresse. Absolut schockierend, welche Einstellung da 90% der Spieler an den Tag gelegt haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das jetzt so hochhängen muss oder ob man das einfach abschreiben kann mit, wie ich schon sagte, eine Woche durchgefeiert, wir sind deutscher Meister, da kann sowas mal passieren. Von daher möchte ich da jetzt gar nicht so in die Analyse gehen. Ich denke, wir warten mal noch die letzten 2 Spiele ab und dann werde ich zum Ende der Saison werde ich meine Meinung, meine Analyse darlegen und dann gucken wir einfach mal weiter. Hängen wir das jetzt mal nicht zu hoch. Nichtsdestotrotz denke ich, ist es nur fair, wenn wir die Leistung mal ganz nüchtern bewerten und die Leistung war heute von unserer Mannschaft definitiv Note 6. Wir sind mit dem 3:1 sehr, 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 sehr gut bedient. Wie gesagt, es hätte locker 7-8-1 ausgehen können. Wir haben keinerlei Chancen herausgespielt. Wir haben aber auch keinerlei Lust gehabt. Den Kimmich wurde angelaufen, dann ist unser Spiel eh schon gelaufen. Das ist ganz einfach, uns aus dem Spiel zu nehmen. Lauf einfach den Kimmich an. Dann, ja, finden wir offensiv schon gar nicht mehr statt. Ansonsten, ja, es ist einfach unerklärlich für mich, sage ich euch ganz ehrlich. Die Art und Weise war schlimm. Ich war kurz davor, zur Halbzeit auszumachen. Also erste Halbzeit war unterirdisch. Es war definitiv 45 Minuten verschenkte Lebenszeit von mir, die ich hätte besser nutzen können. Am schlimmsten ist eigentlich, dass unsere Fans 90 Minuten Stimmung gemacht haben und unsere Mannschaft das einfach so null honoriert hat. Das war sehr schade. Gut, gefühlt haben wir auch in der ersten Halbzeit zumindest keinen Zweikampf gewonnen. Angeblich auf Sky wurde gesagt, in der 70. Minute oder 75. Minute, wir hätten mehr Zweikämpfe gewonnen wie Mainz. Also, ich weiß nicht, gefühlt haben wir keine Zweikämpfe gewonnen. Aber ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal einen Blick in die Statistik rein. Ich bin sehr gespannt. Statistik,
Bitteschön. Ballbesitz 70%. Fouls 11-11. Zweikämpfe 52 für Mainz, 47. Ja, gefühlt haben wir 30% Zweikämpfe gewonnen. Schüsse aufs Tor 7-1. Schüsse insgesamt 22-7. Ich weiß nicht, was bei uns, was da aufs Tor, ja, ich meine, aufs Tor sieht man ja ein, aber Schüsse insgesamt, I don't know, was da als Schuss gewertet wird. Ecken 7-8, angekommene Pässe 169. Wow, wir aktualisieren nochmal. 170 zu 484. Sonst hat sich nichts geändert. Flanken 14-10. Schüsse insgesamt, Levi ein. Torschussvorlagen, Schupu eine. Ja, wir haben auch nur einen Torschuss gehabt, also von daher. und das haben wir einzig und allein Levi zu verdanken, dass er mit einer sehr, sehr schönen Einzelaktion das Tor gemacht hat, sonst hätten wir heute gar kein Tor gemacht. Gewonnene Zweikämpfe. Hernandez 10, Davis 8, Kimmich 8, Ballkontakte 126 Kimmich, 104 Pavard, 87 Süle. Gefault worden, interessiert uns nicht. Das können wir heute hier ganz schnell abhandeln. Erstmal muss ich sagen, bin ich in allererster Linie vom Nagelsmann mehr als enttäuscht heute mal wieder. Ich verstehe nicht, wie man das alles so hinnehmen kann. Wie man 45 Minuten, wovon er gefühlt 25 Minuten allein nur auf der Bank saß und an seinen Fingernägeln rumgekaut hat. Alter, ich sehe doch, dass wir einfach richtig scheiße spielen. Wir haben ja nicht nur schlecht gespielt, wir haben richtig scheiße. Wir haben eine Arbeitsverweigerung heute hingeliefert. Vor allen Dingen in den ersten 30 Minuten. Dass man da nicht mal ein verficktes Zeichen setzen kann und einfach mal zwei Leute auswechselt. Um mal zu zeigen, Leute, so ein Verhalten geht einfach nicht. Das kriegt er nicht geschissen. Das kriegt er die ganze Saison über schon nicht geschissen. Ich habe das schon mal im anderen Video angesprochen, auch wenn er seine Pressekonferenzen guckt, wie er immer sagt, ja, es ist immer alles mit den Spielern abgestimmt, welche Taktik wir spielen. Und ob Dreierkette oder Viererkette, ist immer alles mit den Spielern abgestimmt. Alter, er ist der Trainer. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, ob so ein Kumpeltyp bei uns in dem Kader passt. Ich denke, wenn man die Saison im Großen und Ganzen bewertet, was wir jetzt noch nicht tun, wir haben noch zwei Spiele, kann man da auf jeden Fall ein dickes Fragezeichen hintermachen. Sehr ernüchternd. Und wenn man dann nicht die Eier hat, ein Sabitzer, ohne Scheiß, ein Sabitzer hat nicht stattgefunden. Er hat nicht ein Passing gekriegt, nicht ein Zweikampf gewonnen. Er war absolut null präsent. Wenn er irgendwie mal in der Nähe des Balls war, war es nur scheiße. Junge, den musst du auswechseln nach 20 Minuten. Punkt. Man kann doch nicht sagen, ich gebe den Leuten mal eine Chance, wenn die da nicht liefern, da müssen sie raus. Ein Magrocker sitzt 90 Minuten lang auf der Bank. Er sitzt immer auf der Bank. Warum? Ja, den mag ich nicht. Mag einen Sabitzer oder was? Mit welcher Berechtigung? Also das hat nichts mit einem Leistungsprinzip zu tun, Alter. Gar nichts. Choupo-Moting dasselbe, Alter. Der war auch unterirdisch schlecht. Mal abgesehen von einem Querpass auf den Levi. Gar nichts. Null. Ein Knappri brauchen wir gar nicht anfangen, Alter. Der hat auch nichts stattgefunden. Er ist wieder... Der hat nicht einen Schritt nach hinten gemacht. Er ist einfach mit seinem fetten, dummen Arsch vorne stehen geblieben. Bei jedem Ballverlust. Junge, so eine Spieler, ey, ich bin hoffentlich, lass irgendein verficktes Angebot für den Gnabry kommen. Und wenn es 5 Millionen sind, Alter, geh einfach. Geh einfach, nimm den Sané an die Hand und geht im Doppelpack gleich. Ganz ehrlich, das ist unterirdisch schwach. Das ist keine Einstellung. Junge, wenn ich so eine Einstellung in meinem Beruf hätte oder andere Menschen so eine Einstellung in ihrem Beruf hätten, ey, das geht halt nicht. Alter, ihr merkt, ich könnte richtig eskalieren, ne? Der Einzige, der heute noch eine Einstellung hatte, war Hernandez und Levi. Alle anderen, ja, Kimmich war bemüht, Kimmich hat, aber er kriegt halt nichts geschissen, wenn er angelaufen wird. Punkt. Dann hat er nicht die Ruhe, das Spiel so aufzubauen, wie er es gerne möchte. Trotzdem hat er noch 8 Zweikämpfe gewonnen. Alles gut, hat aber auch genug Zweikämpfe elendig verloren. Hat keinerlei Passsicherheit, Ballsicherheit gehabt. Gar nichts. Ein Koretzka hat nicht stattgefunden. Gar nicht. Nachdem er gefoult wurde vorne, wo es noch niemals einen Freistoß gab, weil man darf jetzt in der Bundesliga neuerdings, man spielt erst den Ball, tritt dann den Spieler kaputt, dann gibt es auch keinen Foul, dann gibt es auch keine gelbe Karte. Das ist völlig okay. Wenn ihr den Ball spielt, könnt ihr danach offene Sohle voll rein in den Mann. Ist gar kein Problem. Lächerlich. Ganz lächerlich. Und danach hat er nicht mehr stattgefunden. Punkt. Hat er nochmal einen Zweikampf gehabt, wo er mal ein bisschen
an seiner Ehre gekratzt wurde. Ansonsten hat der Mann einfach nicht stattgefunden. Verstehe ich nicht, warum die Leute so lange auf dem Feld sind. Da muss man nach 20 Minuten ein Zeichen setzen. Man muss der Mannschaft mal ganz klar was vor dem Bug schießen. Das kann der Nagelsmann anscheinend nicht. Habe ich schon mal gesagt, vielleicht möchte er sich das mit den großen Ikonen da nicht verscherzen oder was, ich weiß es nicht. Ich finde es ein Armutszeugnis. Ich kann mich da nur wiederholen. Wie gesagt, wäre es das erste Mal die Saison, kann man sagen, yo, alles gut, ihr seid Meister. Und ich habe es ja auch gerade schon gesagt, man kann auch 3-1 verlieren in Mainz. Ja, auch wenn man noch nicht Meister ist. Wenn man Meister ist, kann man erst recht da 3-1 verlieren. Aber die Art und Weise, das war einfach heute Arbeitsverweigerung. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Es ist ja nicht Mainz, dass Mainz jetzt eine Übermannschaft ist. Oder dass Villarreal eine Übermannschaft war. Da war da genau dasselbe. Es war einfach, wir haben keinen Bock. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und ich meine, das ist das 5. oder 6. Mal. Da muss man spätestens, aller spätestens, nach dem 2. Mal doch mal Konsequenzen ziehen. Aber die werden nicht gezogen. Die werden nicht gezogen. Es wird ja gleich, ach scheiß, ach komm, wir gucken uns das an. Ja. Wir gehen da mal in die Halbzeit. Ja, dann gehen wir 5% mehr in der 2. Ach ja, klappt doch nicht. Ja, ist ja egal. Alter, was ist das für eine Einstellung? Was ist das für eine Einstellung? Ich möchte jetzt gar nicht wieder mit dem Thema Geld anfangen, was diese Menschen verdienen. Ja? Und nein, auf einer gewissen Art sind teilweise Sachen menschlich. Ja, dass wenn man einen großen Erfolg hatte, bla, Sülz und so weiter. Aber diese Art und Weise heute war halt wieder so, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock. Bei 80% der Spieler. Ja? Bei manchen hast du gesehen, die konnten nicht, so wie Pavard, der war einfach heute out of order. Aber da hast du nicht das Gefühl gehabt, dass er keinen Bock hat. Beim Süle hast du die erste Halbzeit gedacht, so, er hat auch keinen Bock. Ja, wahrscheinlich, weil er nur gespielt hat, weil Upa nicht da ist. Ich hätte Süle gar nicht aufgestellt, sag ich euch ganz ehrlich, ich hätte Nian Zhu hingestellt. Was soll der Süle da noch rumeiern, wenn er nach Dortmund wechselt? Man hat gesehen, ich habe keinen Bock. Das hat man ganz klar heute beim Süle gesehen. Davies war einfach nur schlecht, ja. Einfach richtig, richtig, richtig schlecht. Hat nochmal ein draufgesetzt zu den letzten Spielen, wo er schon schlecht war, war heute noch viel schlechter. I don't know, weiß ich nicht. Kommt halt aus einer langen Verletzung und so, alles gut. Da will ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Weiß ich nicht, muss man den da aufstellen? Ich denke nicht. Vor allem, wenn man sich vorher hinsetzt und sagt, wir geben mal unseren anderen Leuten eine Chance. Dann hätte man vielleicht auch mal einen Stanisic von Anfang an bringen können. Aber gut, ist halt so. Wir haben ja einem Marcel Sabitzer die Chance gegeben. Ich hoffe auch, er geht an die rechte Hand von Gnabry am Ende der Saison und es gibt irgendeinen dummen Verein, der ihn gerne kaufen möchte. Wovon ich nicht ausgehe. Aber schön wäre es, er hat bei uns nichts zu suchen. Er ist ja in unserer Mannschaft absolut unwürdig, in unserer Mannschaft zu spielen. Eine gute Halbzeit, eine gute Einwechslung. Ansonsten nur Grütze. Jedes Mal Startelf, wenn der Startelf gestanden hat, nur Grütze, absolut beschämende Leistung. Keinerlei Einsatzwille, stehen bleiben, einfach hinterher traben. Weiß nicht, was will so ein Spieler bei uns? Sag ich euch ganz ehrlich. Aber das Problem ist, so ein Spieler wissen nicht los. Das ist dasselbe wie mit unseren tollen, der noch nicht mal so viel heute auf der Bank war. Guck mal, ich habe schon den Namen vergessen, Alter. Vom Saar. Die wissen nicht los. Die setzen die Verträge aus bei uns, knallen sich die Millionen rein und gut ist. Ich verstehe es nicht, warum der Sabitzer so viele Chancen kriegt. Hat er in meinen Augen mehr als genug verspielt und nach heute definitiv musst du verkaufen, Alter. Musst froh werden, wenn du ihn los wirst irgendwie. Ja, sollen wir Noten vergeben? Ulle würde ich eine 4 geben. Hat teilweise sehr unsicher gewirkt, aber an den Gegentoren konnte er jetzt nicht wirklich was machen. Hernandez war für mich noch so der einzige etwa kleine Lichtblick in der Abwehr. War aber auch nicht auf dem Pensum. Keine Ahnung, würde ich eine 4 geben. Pavard eine 5. Gar nicht böse gemeint. Hat eine gute Saison jetzt zum Ende hin gespielt. War heute auch bemüht, aber heute hat man gesehen.
Er hat einfach keine Puste gehabt. Genauso wie Hernandez hat man auch gesehen, dass er nicht 100% da war. Süle war heute richtig enttäuscht, würde ich eine Note 6 geben. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Er hat ein paar Bälle gespielt in die Spieleröffnung, aber zweite Halbzeit hat er auf jeden Fall ein bisschen Lust gehabt zu spielen. Erste Halbzeit kam er mir vor wie ein kleines bockiges Kind. Sehr traurig. Davis dasselbe wie Hernandez Pavard, hat man gemerkt, der ist einfach nicht da. Auch kein Selbstvertrauen, mal am Mann vorbeizugehen. Immer wieder nur Querpässe. Auch selbst wenn er schon vorne war, immer wieder quer nach hinten und so eine Scheiße. Absolut nur Selbstvertrauen. War, glaube ich, hier bei den Zweikämpfen noch mit dabei. Ne? Mit 8 gewonnenen Zweikämpfen habe ich gar nicht so gesehen. Sag ich euch ganz ehrlich. Habe ich nicht so gesehen. War richtig schwach. Sabitzer Note 8, Alter. Den musste vom Hof jagen, ganz ehrlich. Das war eine Frechheit mal wieder, eine absolute Frechheit. Goretzka auch Note 6, Leute. Das ist auch beschämend, so eine Leistung da zu bringen. Choupo-Moting würde ich eine 5 geben. Hatte immerhin die Vorlage gemacht zu unserem einzigen Tor. Gnabry war auch eine 8. Wie gesagt, kann an der rechten Hand, kann er den Sabitzer nehmen, an der linken Hand den Sané. Kimmich würde ich eine 4 geben. Er war bemüht. Konnte aber, wie gesagt, der hat einfach die absoluten Probleme, wenn er angelaufen wird, zugestellt wird direkt. Und da muss der Nebenmann mal in die Bresche springen. Der Nebenmann war Goretzka, der nicht zu sehen war. Von daher haben wir kein Offensivspiel gehabt. Was hat einfach nicht stattgefunden. Traurig, aber wahr. Musiala hat dann irgendwie, weiß ich nicht, vorne 10, 11er gespielt oder was. Wir haben dann nur mit Kimmich auf der 6 gespielt und da war auch kein Spielaufbau mehr möglich, irgendwie gefühlt. Levi würde ich heute eine 3 geben. Levi hat man gemerkt, dass er der Einzige war, der wollte. In meinen Augen. Hat sich extrem tief fallen lassen, hat sich oft angeboten, war vorne, war der Einzige, der vorne immer sich geärgert hat, der immer abgewunken hat. Der war der Einzige, der Ehrgeiz gezeigt hat mit dem Hernandez zusammen. Alle anderen waren so, ach ja, weiß ich nicht. Ist doch egal, wir sind doch jetzt deutscher Meister, da können wir doch hier auch 8-1 vom Platz gehen. Schade, dass Mainz nicht die 8 Tore gemacht hat. Dann hätte es wenigstens mal richtig geknallt, hoffentlich. Weil das wäre verdient gewesen heute. Leroy Sané hat eine Halbzeit gespielt. Kam für den Sabitzer passend. Ja, die können sich, wie gesagt, mit dem Gnabry in der Mitte, können die sich alle aus unserem Verein verpissen. Jamal Musiala, bedeutungslos heute auch, war sich nahtlos der Mannschaft eingeordnet. Sané würde ich heute bewerten, mal nach für eine Halbzeit können wir bewerten. Kann die Note 8 für Sabitzer und Gnabry kann er gleich mitnehmen. Passt. Musiala würde ich eine 4- geben. Stanisic war auch nicht präsent, aber das können wir auch schon nicht mehr bewerten für 10 Minuten. Genauso wie so ein Vidovic können wir nicht bewerten. Hat übrigens ein paar Szenen gehabt, ein bisschen was versucht. Genauso wie Tanguy können wir auch nicht wirklich bewerten für 20 Minuten. Einfach enttäuschend. Und zum Glück ging es in dem Spiel um nichts. Zum Glück haben wir keine Wettbewerbsverzerrung betrieben. Wenn es da jetzt noch irgendwie gegen den Abstieg gegangen wäre, wäre es noch mal mehr ein Trauerspiel gewesen. Ich kann es mir nicht erklären, sage ich euch ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ich finde es ein Armutszeugnis, als deutscher Meister so aufzutreten. Wie gesagt, ich kann es nur nochmal von der Einleitung wiederholen, zum dritten Mal. Man kann in Mainz verlieren, man kann 3-1 verlieren, man kann 4-1. Wir können auch meinetwegen 5-1 verlieren, aber da muss die Art und Weise stimmen. Und die hat heute nicht gestimmt. Wie gesagt, das Ergebnis täuscht. Wir hätten 7-8-1 verlieren müssen. Wirklich müssen. Wer das Spiel nicht gesehen hat, glaubt mir. Mainz hat allein noch 3 Lattentreffer in den ersten 20 Minuten gehabt. Hätten die da vorne einen richtigen Stürmer, Alter, hätte das heute richtig geknallt, richtig wehgetan. Ich weiß es nicht. Sané, Alter, es wirst du aber auch nicht los. Wer soll den kaufen? wer soll den mit den Leistungen kaufen? Das andere Trauerspiel, wenn ich dann eine Pressekonferenz sehe, wo gefragt wird, ja, Herr Nagelsmann, warum spielt denn der Sané so, wie er gerade spielt? Warum war er die Hinrunde so stark und jetzt spielt er so? Ja, das weiß ich auch nicht. Da müssen Sie den Herrn Sané fragen.
ist dann irgendwo auch ein Armutszeugnis für den Trainer, sage ich euch ganz ehrlich, weil er ist der Mann, der dafür zuständig ist. Ja, ich denke, wir wissen, oder meine Meinung, meine These, was auch nicht für Sané spricht, ist aber, ja, dass er in letzter Zeit nicht auf der linken Seite gespielt hat, dass er irgendwann in Coman gespielt hat, weil er einfach der beste dieser drei Spieler ist, dieser Außenspieler, und ihm das wohl nicht geschmeckt hat. Wobei man sagen muss, zu der Zeit war Sané auf der Position wirklich stark. Und dann wurde er dadurch durch den Coman halt mehr oder weniger abgesägt. Und ich denke, das ist dann einfach so ein bisschen trotzige Arschlochreaktion. Das kann man auch sicher mal ein, zwei Spiele machen. Dann jetzt aber über diese Masse der Spiele so eine Leistung abzuliefern, weiß ich nicht. Man hat ja jetzt nicht innerhalb von 8 Wochen das Fußballspielen verlernt, den Ball anzunehmen oder sonst was. Wenn dem so ist, ja, dann musst du ihn halt auf der Bank lassen. Ja, Punkt. Dann setze ich einen Nagelsmann dahin. Ja, wir werden dann jetzt die letzten 3 Spiele mal ein bisschen unseren Amateurspielern und unseren Talenten mal ein bisschen Spielzeit geben. Und dann spielt wieder nur das gleiche Krüppzeug. Ja, spielt das gleiche Krüppzeug, was keinen Bock hat. Ganz ehrlich, ich hätte nach 20 Minuten mindestens 2-mal, wenn nicht 3-mal ausgewechselt. Dann hätte man mal ein Statement gesetzt und hätte mal gesagt, Jungs, mit diesen Einstellungen habt ihr bei diesem Verein nichts zu suchen. Aber das wird ja nicht getan. Ob es bei einem Gnabry ist, ob es bei einem Sané ist, es wird nicht getan. Da gibt's mal IT-Titi, ach ja, du spielst gerade nicht gut, aber ich wechsle dich mal ein, ich stelle dich von Anfang an auf. Fühle ich nicht, sag ich euch ganz ehrlich. Und sehe ich ein großes Problem drin in dieser Mentalitätseinstellung, die diese Mannschaft aktuell hat. Sie hat definitiv ein Problem, sich zu motivieren. Wenn man anguckt, wo wir verloren haben, wie wir verloren haben. Und deswegen ist man auch zu Recht aus der Champions League ausgeschieden, mal ganz nebenbei. Ja, ich bin sehr gespannt. Entweder muss das richtig mal knallen jetzt, oder es muss richtig einfach mal, wie ich schon in anderen Videos sagte, vielleicht wird es einfach Zeit, jetzt mal einen Schnitt zu machen. Ja? Mal zu sagen, yo, drauf geschissen, müssen wir jetzt halt mal 1-2 Jahre in Kauf nehmen, wo wir vielleicht mal kein Meister werden oder wo wir mal nicht, wo wir vielleicht ins Achtelfinale nur kommen oder sonst was. Dann ist das halt so. Aber die gleichen Ballerköpfe da weiter durchziehen, auf diese Spieler zu setzen, wenn sie über so einen langen Zeitraum nicht liefern und drauf scheißen. Ja, weiß ich nicht. Was willst du mit solchen Spielern? Was willst du mit einem Gnabry oder einem Sané? Was willst du mit den Spielern? Du weißt, ja, die können Weltklasse sein, logisch. Die sind aber alle 10 Spiele mal Weltklasse oder haben mal 10 gute Spiele am Stück und sind sonst 20 Spiele nicht zu sehen. Könnte man natürlich sagen, ja, ist okay, wenn sie dann da wären, wenn die heißen Monate losgehen. Weil man sieht es ja, für die Bundesliga reicht das ja locker aus. Können wir uns das ja erlauben, wie man ja sieht, weil wir Deutscher Meister sind. Ja, aber dem ist ja auch nicht so. Dem ist ja auch nicht so. Das sind halt einfach Spieler, die denken, sie wären hier, sie wären ein Robben oder ein Ribéry, dabei sind sie gerade hier. Ja, das sind Spieler, die einfach keine konstante Leistung zeigen. Vergleich das mal mit einem Robben oder Ribéry. Klar hatten die auch mal ein schlechtes Spiel. Vielleicht hatten die auch mal 2, 3 schlechte Spiele. Danach waren die aber wieder da. Die haben immer ein Level gehabt, was mindestens so war. Wenn sie richtig gut drauf waren, war das Level Weltklasse. Wenn ein Sané richtig gut drauf ist, ist es auch Weltklasse. Das passiert aber in 10 von 50 Spielen, wenn überhaupt. Beim Gnabry genau dasselbe. Ein Coman ist halt so, der hat immer eine gewisse, sehr, sehr gute Leistung. Kann natürlich auch Weltklasse spielen. Aber beim Coman siehst du keine so lustlos, so, ja, ist mir egal, so leck mich am Arsch Einstellung, strahlen die beiden halt einfach aus. Ob das so ist, weiß ich nicht, ja. Vielleicht haben sie, was weiß ich, für Probleme. Weiß man ja alle nicht. Aber das ist das, was sie ausstrahlen auf dem Fußballfeld. Und bei dem, was die beiden verdienen, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich denke auch nicht, selbst wenn Gnabry bleiben sollte, ich meine, Sané wird eh nicht gehen. Da wird keiner überhaupt irgendwie mal auf die Idee kommen, den im Angebot zu machen. Das wird nächste Saison nicht anders werden, Leute.
Machen wir uns nichts vor. Schwierig, weil der Herr Nagelsmann auch nicht die Eier hat, diese Spieler dann einfach auch mal 10 Spieler am Stück draußen zu lassen, damit diese Spieler vielleicht einfach auch mal in ihrem Scheißschädel kapieren, dass das so nicht geht in unserem Verein. Ja? Die Eier hat er anscheinend nicht. Was ich sehr schade finde, habe ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, er setzt mehr konsequenter auf die Jugend. Wir haben genug junge Spieler, die du in der Bundesliga auch reinwerfen kannst. Machen wir uns da nichts vor. Guckt euch damals einen Van Gaal an, kann ich nur immer wieder bringen, das Beispiel. Oder auch ein Guardiola. Der hätte auch drauf geschissen. Das hätte es unterm Guardiola nicht gegeben, sage ich euch ganz ehrlich. Hätten die so eine Leistung abgeliefert, dann hätten die auf der Bank gesessen. Dann hätten die nochmal eine Chance gekriegt. Hätten die wieder so eine Leistung gebracht, dann wären die erstmal weg vom Fenster gewesen. Gibt es aktuell bei uns nicht. Gibt es nicht. I don't know. Sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich gehe schon, ich schweife schon voll in die Analyse der Saison ab. Wir haben noch 2 Spiele. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Erklärung habe ich persönlich nicht. Wie gesagt, ich bin auf der einen Seite mega enttäuscht. Auf der anderen Seite kann man es, wie ich schon sagte, abschenken mit der Begründung, ja, wir sind Meister, wir haben uns das jetzt mal verdient. Aber die Art und Weise. Und die Art und Weise war gleichgültig. Zumindest kam es so rüber. Und das geht nicht in meinen Augen. Naja, gut. Meine Meinung kann jeder anders sehen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es anders seht. Vielleicht dramatisiere ich das auch zu über oder bin da zu empfindlich, aber die ganze Saison, diese Kackspiele und diese Kackeinstellung, wie viele Spiele wir dann auch noch mit Glück irgendwie gewonnen haben, muss man auch mal sagen. Es ist ja nicht so, dass es ein Ausrutscher aber heute war, dass es eine einmalige Sache war. Von daher. Aber da kommen wir dann, wenn ich die abschließende Analyse mache, wo es mir schon ein bisschen vergraut, wenn ich ehrlich bin. Man muss natürlich sehen, wir sind deutscher Meister. Alles gut, habe ich ja in dem anderen Video schon gesagt, trotz Corona, trotz den ganzen Verletzungen und so weiter. Aber wenn man dann so eine Leistung wieder sieht wie heute, wo es einem echt so vorkommt, als wenn die Mannschaft so sagt, so, es ist uns scheißegal, was das für ein Licht auf den Verein wirft, was die Fans da machen, ist uns scheißegal, wir reißen uns nicht den Arsch auf. Mal abgesehen von einer Handvoll Spielern, wenn wir überhaupt eine Handvoll Spieler heute zusammenbekommen, das ist so das Traurige. Das ist, was mich, was traurig ist einfach. Also, Leute, nichtsdestotrotz sind wir deutscher Meister. Alles gut. Ich wünsche euch rot-weiße Grüße. Bleibt gesund und wir hören uns zum nächsten Spiel. Wolfsburg oder erst Stuttgart? Ich weiß gar nicht. Erst Stuttgart. Ja. Für Stuttgart geht es ums Überleben. Wenn es nicht schon zu spät ist, weiß ich gar nicht. Dann wird es aber noch um den Relegationsplatz gehen. Die werden also auch kämpfen, beißen, kratzen, stechen. Bin sehr gespannt, wie wir darauf reagieren. Immerhin ist es ein Heimspiel für uns. Und dann in Wolfsburg. I don't know. Lassen wir uns überraschen, wa? Es ist ja dieses Jahr eine Wundertüte. Wir können ja von so bis so spielen. Nur was ich immer, oder warum mich das so triggert heute, oder warum mich das heute so enttäuscht, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wenn sich ein Nagelsmann da hinsetzt und erzählt, ja, nein, wir schenken keine Spiele ab und wir haben noch Ziele, wir wollen noch natürlich die beste Abwehr stellen, wir wollen natürlich vielleicht mit ein bisschen Glück noch an die 100 Tore rankommen. Wir haben noch ehrgeizige Ziele, wir geben mal den bestimmten Spielern eine Chance, die vielleicht nicht so viel Spielzeit hatten. Alles valide Aussagen, alles gut. Freut man sich auf so ein Spiel und dann sieht man so eine Grütze, wo eine Mannschaft aufläuft, die ausstrahlt, so, wir haben keinen Bock, leckt uns am Arsch, was hier heute passiert. Schenkt uns 8 Stück ein, ist uns egal. Dann tut das weh, halt einfach zu sehen. Ja, und das bin ich nicht gewohnt, sage ich auch ganz ehrlich. Wenn das jetzt die Zukunft ist, dann wird es in Zukunft auf jeden Fall nächste Saison hier einige Rage-Talks geben. So viel kann ich euch schon mal sagen. Könnt ihr euch dann drauf freuen oder nicht? Das weiß ich nicht. Gut, das war's jetzt aber. Haut rein, bis dann. Tschüss.